werden die 2010er Jahre in Erinnerung bleiben. Den Klimawandel, Memes, Barack Obama, Donald Trump, Trap Music, Social Media, Tablets, Superhelden. Ihr entscheidet. Für mich war es etwas ganz anderes. Für mich war es das Jahrzehnt, das ich komplett der Filmkunst gewidmet habe. Was heißt das? 2009 habe ich mein Studium in Film- und Medienwissenschaft angetreten. 2013 habe ich es abgeschlossen. Dann kam erstmal ein Jahr Arbeit für YouTube. Und im Mai 2015 habe ich dann den Kanal Die Filmfabrik übernommen und angefangen, in der Öffentlichkeit über Filme zu sprechen. Und jetzt, 5 Jahre später, sitze ich noch immer hier vor der Kamera und mache das jetzt als Teil von Funk. Und deswegen ist für mich diese Liste etwas ganz, ganz Besonderes. Und diese Liste war mal unendlich lang. Etliche, wirklich unzählige Filme, die ich über alles lieben gelernt habe in den letzten 10 Jahren, musste ich streichen. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich in den letzten Tagen diese Liste hin und her geworfen habe. Letzten Endes ist es unmöglich, die perfekte Liste zu schreiben. Deswegen ist das hier jetzt meine sehr, sehr persönliche Top 10. Damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Abonniert uns, wenn ihr mehr als alle eure Freunde auf Filme steht. Filmfan war ich aber auch schon immer. Im Studium habe ich dann aber einen völlig neuen Zugang zur Filmwelt gefunden. Zuvor kam ich zum Beispiel nie auf die Idee, mich damit zu beschäftigen, wie der Film überhaupt erst erfunden wurde. Und im Studium hat sich dann komplett eine völlig neue Welt offenbart und ich habe mein Lieblingsthema gefunden. Die ersten 12 Jahre der Filmgeschichte. Diese Jahre nennt man das Kino der Attraktionen, weil nicht der Film, sondern das Kino selbst die Attraktion war. Und so habe ich dem Thema auch meine Bachelorarbeit gewidmet und mich sehr damit auseinandergesetzt und mich damit beschäftigt. Und trotzdem war mir das Buch Hugo Cabret erst ein Begriff, als die Filmlegende Martin Scorsese es verfilmte. Worum geht's? Im Paris der 1930er lebt ein Junge namens Hugo in einem Bahnhof. Dort trifft er auf einen fremden Ladenhüter, der sich als Magier entpuppt, als Georges Méliès, ein legendärer Filmemacher. Für viele Zuschauer ist das irgendeine Geschichte, die genauso gut auch fiktiv sein könnte. Ich aber verbinde mit Georges Méliès nicht nur die Liebe zum Film, für mich wurde damit der kreativste, innovativste und beste Filmemacher der gesamten Filmgeschichte verkörpert. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass niemand die Filmwelt dermaßen beeinflusst hat wie Georges Méliès. Hugo Cabret ist eine Liebeserklärung an ihn, an die Filmkunst im Allgemeinen und gerade deswegen traf mich dieser Film direkt ins Herz, auch wenn er bei der breiten Masse vielleicht gar nicht so gut ankam. It was like a new kind of magic. Nummer 9 ist ein Film, den ich damals gar nicht im Kino gesehen habe, sondern erst Jahre danach. Nightcrawler. Man könnte meinen, dass das ein ganz schlichter Thriller ist, in dem ein junger Mann ohne Perspektive einfach eine Kamera in die Hand nimmt, um Unfälle zu filmen und Verbrechen, um sie dann Nachrichtensendern zu verkaufen, nur um dann natürlich selbst zum Verbrecher zu werden. So einfach hätte man auch tatsächlich den Film stricken können. Nightcrawler ist aber zum Glück so viel mehr. Der Film hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns, dass wir diejenigen sind, die dafür sorgen, dass Massenmedien Moral und Ethik über Bord werfen, damit wir, die Bestien, die wir sind, das sehen, was wir in unserer wahren Natur wirklich sehen wollen, nämlich Raub, Gewalt und Mord. Jake Gyllenhaal verkörpert nicht nur eine Figur, er personifiziert dabei sogar den Kapitalismus. Ihm ist keine Aktion zuwider, um die Karriereleiter zu stürmen und sich einen Namen zu machen. Gyllenhaals Verkörperung dieser egoistischen, psychopathischen und opportunistischen Zeitbombe ist eine Tour de force der Gefühle. Dieser Film zeigt uns auch eindrücklich, wie wunderbar ein Anti-Held als Protagonist funktioniert. Viele halten die Rocky-Reihe für so komische Sportfilme, in denen Sylvester Stallone mal jemanden auf die Bretter schickt und mal selbst ausgenockt wird. Dass der erste Teil von 76 aber ein absolutes Meisterwerk ist und 3 Oscars gewinnen könnte, unter anderem als bester Film, ist vielen noch nicht einmal bekannt. Die gesamte Reihe offenbart sich nämlich als Underdog-Geschichte, in der der etwas doofe, aber gutherzige und hochtalentierte und motivierte Rocky Balboa die wenigen Chancen, die er bekommt, zu nutzen versucht.
Und dann ist es eine zutiefst menschliche, emotionale und dann teilweise auch nostalgische Geschichte. Umso erstaunlicher ist, dass dann ein junger Nobody-Regisseur namens Ryan Coogler angelaufen kam und mit Creed einen Nachfolger kreierte, der eigentlich nicht funktionieren konnte. Eigentlich war Rocky Balboa, also Rocky 6, doch ein gelungener Abschluss der gesamten Reihe. Creed war dann aber ein Knockout von vorne bis hinten. Michael B. Jordan ist die perfekte Besetzung für die Hauptrolle. Sylvester Stallone spielt den alten, aber liebenswürdigen Mentor. Wie ein Güterzug baut der Film langsam, aber unaufhaltsam seine Spannung auf, nur um dann am Ende mit nur einem Schlag zu explodieren. Selten habe ich erlebt, dass ein ganzer Kinosaal im selben Moment tief Luft holen musste. Kein Wunder, dass Ryan Coogler sofort von Marvel für Black Panther geschnappt wurde und jetzt einer der bestbezahlten Regisseure Hollywoods ist. Ich verstehe, dass ich Creed so viel mehr liebe als die meisten anderen, aber das hier ist ja auch eine persönliche Liste. Apropos Ryan Coogler. Die 2010er waren auch das Jahrzehnt, in dem neue, junge afroamerikanische Regisseure Supererfolge feierten. Viele sprechen deswegen vom New Black Cinema. Denn Ende der 80er passierte dasselbe, damals sprach man vom New Black Cinema. Und das Ganze hatte damals schon seine Gründe und so auch jetzt. Das Jahrzehnt hat nun mal, ja, es ist schwierig. Also das Brexit-Referendum war ein Schlag gegen Europa und Donald Trump gewann die Präsidentschaftswahl und es entstand auch die Black Lives Matter-Bewegung, nachdem sie gegründet wurde, um sich gegen übermäßige Polizeigewalt gegen Afroamerikaner zu wehren. Und so bekam das Black Cinema einen ganz besonderen Stellenwert. Filme wie Get Out, Fruitvale Station und The Hate U Give thematisierten Gewalt gegen Afroamerikaner. Und all diese Filme hätten auch durchaus einen Platz in dieser Liste verdient. Aber vor diesem Hintergrund gefiel mir vor allem Moonlight. Der Film erzählt in berührenden Bildern das Leben eines Afroamerikaners, der in einem Brennpunkt von Miami aufwächst und ein düsteres, oder sagen wir mal nicht düster, es ist überhaupt nicht düster, aber ein Geheimnis brütet. Moonlight ist dann eine erwachsene Geschichte über Männlichkeit, über Ausgrenzung und verpasste Chancen. Mich hat der Film völlig umgehauen. Ich wusste gar nichts über ihn, als ich ihn sah und ich sah ihn sehr früh. So wurde ich völlig aus den Socken gehauen. Und unvergesslich ist natürlich auch, dass bei der Oscar-Verleihung 2017 der falsche Umschlag herausgegeben wurde und statt Moonlight La La Land fälschlicherweise als Sieger vorgelesen wurde. La La Land. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. George Miller ist so ein Name aus der Filmbranche, den nicht allzu viele kennen. Er hat ein Schweinchen namens Babe geschrieben, ja, und Happy Feet 1 und 2 gemacht, allesamt Familienfilme. Aber von 1979 bis 1985 kreierte der Australier die brutale Road Warrior Trilogie in einer postapokalyptischen Welt, die von Verbrechern und Psychopathen bevölkert wird. Mel Gibson spielt Mad Max Rockatansky, einen Polizisten, der es in dieser dystopischen Zukunft auf eine Motorradgang abgesehen hat, die seine Familie getötet hat. Es ist unfassbar, dass George Miller 30 Jahre nach der Trilogie den Stoff erneut verfilmte, obwohl niemand an ihn glaubte, er aber dann sein Ding durchzog und einen ewigen Klassiker des modernen Actionkinos schuf. Mad Max Fury Road mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen. Das ist ein einziges Action-Kunstwerk. Kritiker werfen dem Film vielleicht eine banale Handlung vor. Sie fahren erst dahin und dann fahren sie wieder zurück. Dabei kreiert George Miller damit eine elegante und einfach gestrickte Handlung, auf deren Gerüst er ein filmisches Gemälde aus Chaos, Gewalt und Zorn malt. Es ist eine Symphonie der Stuntkunst, der Explosionen, der Gewalt. Und in den letzten Jahren habe ich einfach keinen Film öfter gesehen als Mad Max Fury Road. Und für mich wird er mit jedem Mal sogar besser. Martin Scorsese sagte einmal, seine Filme seien gar nicht gewalttätig. Erst seine Editorin Thelma Schoonmaker mache sie brutal. Und auf kaum einen Film trifft das so sehr zu wie auf Shutter Island. Gerade weil er mit seinen schönen und brutalen Flashbacks die Handlung immer weiter vorantreibt. In diesem Psycho-Thriller begibt sich ein US-Marshal auf die fiktive Insel Shutter Island, denn dort soll im
Ashcliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher eine Patientin verschwunden sein. Und so offenbart sich ein Netz aus Intrigen, aus Geheimnissen, aus Gewalt und aus Wahnsinn. Scorsese hat sogar unzählige Fehler im Film absichtlich platziert, um den Zuschauer zu verwirren und zu desorientieren. Und so ist auch die Grundstimmung des Films kalt und düster. Und jedes Mal, wenn ich den Film sehe, freue ich mich, wie Scorsese mich einfach hin und her wirft und ich nie genau weiß, was der Film eigentlich gerade wirklich meint. Whiplash ist der Titel eines Jazzstücks von Hank Levy aus dem Jahr 1973. Whiplash heißt übersetzt aber auch Schleudertrauma. Und genau das ist im Film Whiplash ein Zeichen dafür, wie weit ein junger Musiker geht, um sich seinen großen Traum zu erfüllen. Miles Teller spielt nämlich einen, ja, ambitionierten jungen Schlagzeuger, der an einer angesehenen Musikschule ist und dort von einem erbarmungslosen Lehrer entwürdigt, gedrillt und sogar geschlagen wird. Der Regisseur Damien Chazelle hat damit einen Teil seines Lebens inszeniert. Er selbst habe in seinem Leben als Jazz-Schlagzeuger vieles aus dem Film so oder so in der Art durchlebt. Und diese Brutalität, diese Authentizität und Ehrlichkeit kauft man dem Film zu jeder Sekunde ab. Selten konnte mich ein Film derart fesseln. Und man muss sagen, diese Geschichte ist einfach mitreißend und unglaublich erzählt. Und selbst wenn man kein Jazz-Fan ist, und ich bin kein Jazz-Fan, trotzdem macht dann der Film einfach eine Menge Spaß. Für mich war der beste Film des letzten Jahres Parasite. Und für mich ist das auch einer der besten Filme des Jahrzehnts. Ich verfolge den südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho schon seit langer, langer Zeit. Also sein Schaffen und die Filme, die er rausbringt, nicht wirklich den Mann, weil ich Stalker bin oder sowas. Und genauso auch seinen guten Freund und kongenialen Schauspieler Song Kang-ho. Und ich freue mich sehr darüber, dass die beiden endlich die internationale Beachtung erhalten, die sie sich schon seit Jahren verdient haben. Parasite ist jetzt sogar für den Oscar als bester Film nominiert und kaum ein Film hat das so sehr verdient wie Parasite. Denn kaum ein Film, den ich je gesehen habe, hat so viele unvergessliche, einzigartige und kraftvolle Momente wie Parasite. Ich liebe es, wie Bong Joon-ho mit wenigen Bildern die unterschiedlichsten Gefühle auslösen kann. Und immer wenn man denkt, dass man Parasite durchschaut hat und weiß, was der Film von seinem Zuschauer möchte, schmeißt er einen in eine völlig neue Richtung. Wer Parasite also noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt mal nachholen. Viele unserer Zuschauer kennen meine Schwäche für gute und erwachsene Science-Fiction. Und ich erlebe es leider immer wieder, dass Leute gar nicht wissen, was Science-Fiction wirklich ist. Sie denken an Raumschiffe, an Aliens und Roboter. Dabei ist dieses Genre so viel mehr. Dieses Genre ist dafür da, unser Bewusstsein zu erweitern und uns daran zu erinnern, wie gigantisch und voller Chancen unser Universum ist. Science-Fiction hilft uns dabei, uns als Menschen weiterzuentwickeln und uns daran zu erinnern, dass wir noch viel zu träumen und zu lernen und zu schaffen haben. Dadurch funktionieren Filme und Science-Fiction auch so hervorragend zusammen. Kaum ein Medium kann uns so tief in eine Welt der Wunder werfen. Und für mich hat das in den letzten 10 Jahren kein Film dermaßen geschafft wie Interstellar. Dabei ist mir auch völlig egal, wie sehr so viele Menschen den Film als überbewertet bezeichnen oder Fehler im Ton anbringen zum Beispiel. Für mich ist es einer der besten und mitreißendsten Filme des Jahrzehnts. Ich habe es geliebt, wie die Relativität der Zeit, wie die Dimensionen nicht nur als Gimmick genutzt wurden, sondern tatsächlich eine Geschichte über die ganze Menschheit erzählt wurde. Für mich der zweitbeste Film des Jahrzehnts. Einer meiner ewigen Lieblingsfilme ist Blade Runner.
Er prägte das sogenannte Cyberpunk-Genre. Und das ist ja gerade in aller Munde, weil CD Projekt Red ja bald Cyberpunk 2077 rausbringt. Viele kennen Cyberpunk auch erst dadurch, und da fragen sich natürlich viele, was ist überhaupt Cyberpunk? Cyberpunk ist eine dreckige Form der Science-Fiction, so ein Subgenre quasi. Sie erzählt von dystopischen Gesellschaften, in denen Computertechnologien und Konzerne ihre Bürger unterdrücken. Und die Geschichte über den Blade Runner Rick Deckard, der sogenannte Replikantenjagd, ist so der Inbegriff von Cyberpunk. Sie ist aber nicht für jedermann. Blade Runner ist ziemlich langsam erzählt, hat dafür unglaubliche Bilder und die Tragweite der Geschichte ist gigantisch. Und dieser Film hat die gesamte Filmwelt verändert. Dementsprechend war ich skeptisch, als ich hörte, dass 35 Jahre später ein Sequel erscheinen soll. Das kann doch nur Blödsinn sein. Wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist so ein ganz klarer Cashgrab. Aber dann las ich, dass Hampton Fancher das Drehbuch geschrieben hat. Er hat schließlich auch das Drehbuch des Originals geschrieben. Das Original basiert auf einem Buch von Philip K. Dick. Dann erfuhr ich, dass Harrison Ford das Drehbuch liebt und wieder als Rick Deckard zu sehen sein wird. Das hat mich auch schon überzeugt. Und dann kam aber die Überraschung. Regie? Denis Villeneuve. Vielleicht mein Lieblingsregisseur der letzten 10 Jahre. Ob Sicario, Arrival oder Prisoners, alle diese Filme von ihm hätten einen Platz in dieser Liste verdient. Aber ich habe mich letzten Endes für Blade Runner 2049 entschieden, weil mich der Film völlig umgehauen hat. Nicht nur, dass es ein handwerkliches Meisterwerk in jedem Aspekt ist, es ist eine hochintelligente Fortführung dessen, was Blade Runner erzählt hat. Die Geschichte des Protagonisten Kay ist berührend und fesselnd. Es ist eine Abrechnung mit der Menschheit und die klare Botschaft, dass der Hochmut des Menschen mal sein Untergang sein wird. Aber jetzt seid ihr dran. Schreibt uns eure Top 10 mal in die Kommentare. Oder auch Top 5 oder auch Top 3. Welche Filme fandet ihr in den 2010er Jahren am besten? Boah, ich hatte noch so Filme wie Inception, Sicario und Kubo, Hereditary, Drachenzähm leicht gemacht auf der Liste und alle musste ich kicken. Hör mir auf, du. Ich verlinke euch jetzt da drüben auch noch ein paar Videos. Zum Beispiel die besten Filme des Jahres 2019. Da haben wir auch meine 10 Favoriten vorgestellt. Und ich verlinke euch ein Video von den Kollegen von Wumms aus dem Funknetzwerk. Die haben ein Video namens Stranger Wumms gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt mal angucken, falls ihr Stranger Things mögt. Ja, und falls ihr Stranger Things mögt oder auch Filme, Serien und Comics im Allgemeinen, dann solltet ihr diesen Kanal abonnieren. Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper. Dann auch wieder auf dem Sessel. Sau witzig.